Die Party war bereitet, die Stimmung bestens. Die Formel-1-Fans in Heppenheim oder besser Vettelheim, wie die hessische Heimatstadt von Sebastian Vettel seit 2 Jahren genannt wird, wollten den 3. Weltmeistertitel in Folge feiern. Aber nun, Matchball nicht verwandelt. Vettel wurde 2. in Austin, Texas, hinter Lewis Hamilton. Der Zweikampf mit Fernando Alonso um den WM-Titel geht also noch weiter, denn der Ferrari-Fahrer wurde 3. Ja, das war ja bisher immer knapp gewesen, dass er überhaupt Weltmeister wird. Und dieses Jahr wird er es auf jeden Fall schaffen, wieder schaffen. Ja, und da setze ich keinen Zweifel dran, dass es nicht so sein sollte. Der Hamilton hat es halt versaut, sag ich mal. Aber nächste Woche ist ja auch noch, dann schaffen wir das. Dann macht der Vettel das. Ich bin sehr zuversichtlich als Heppenheimer, ganz klar. Der schafft es nächste Woche. Es wird natürlich eine enge Kiste werden. Und ja, hoffen wir und bangen wir erstmal. Es ist jetzt schwer, eine Prognose zu machen, aber so wie ich ihn kenne, wird er alles dran setzen, das Ding nach Hause zu fahren. Nun kommt es zum ultimativen Showdown in Sao Paulo. 13 Punkte beträgt der Vorsprung von Sebastian Vettel auf Fernando Alonso vor dem letzten Rennen. Ein komfortables Polster. Die Fans in Heppenheim bleiben im Feiermodus. Die ganz große Sause gibt es halt erst am kommenden Sonntag. Zweifel daran hat keiner.